Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to feature some of the best young talent in the world of golf. From Whistling Straits Golf Course on the shores of Lake Michigan, live second round coverage of the Wisconsin Open. Things starting to slowly take shape here on this Friday. For some, it is a race for the top prize. For others, it's a fight to stick around for the weekend as we show you the leaderboard. Some good names up there, including our leader. Servus zusammen und willkommen zurück zur zweiten Runde Whistling Straits. Wir spielen unser erstes Turnier auf der Korn Ferry Tour. Die erste Runde war gut, würde ich sagen. Die Front Nine waren deutlich besser als die Back Nine. Da haben wir uns dann doch ein bisschen nach hinten im Tableau versetzen lassen durch die zwei Bogies. Aber wir konnten wenigstens noch ein Birdie auf den Back Nine spielen. Wir sind jetzt im Moment bei minus 3, 3 unter Par. Und an neunter Stelle. Und wir schauen mal ganz kurz ins Tableau, weil heute geht es um den Cut. Denn wir wollen natürlich ins Wochenende. Die Projected Cut Line ist im Moment bei plus 1. Das heißt, wir sind im Moment 4 Schläge davon entfernt. Aber diese Linie wird sich natürlich im Laufe des Tages mit Sicherheit noch ein bisschen verändern. So, die vor uns liegen, sind noch nicht gestartet. Die sind noch nicht unterwegs, aber wir sehen, dass hier eine 67 bis jetzt schon ins Clubhaus gebracht wurde, also minus 4. Und wenn wir auf die heutigen Bedingungen schauen, ich muss mal schauen. Ja, heute ist nicht ganz so windig wie am ersten Spieltag. Da hatten wir Windverhältnisse um die 10 bis 12 Miles per Hour, heute 4 bis 5. Also können wir mal schauen, ob wir doch das Ganze hier wieder schön zum Positiven wenden. Wir schauen uns die 1 an. Der Wind kommt wieder leicht von rechts, das heißt, wir werden natürlich hier in den Hang reinspielen und dann sollte der Ball langsam hier das Fairway hoffentlich runterlaufen. So sieht es jedenfalls vom Wind aus und ich wünsche uns für den zweiten Tag ein schönes Spiel. Ja, komm raus, komm raus. Okay. And this one will just sneak into the first cut of rough, but doesn't appear, Frank, to be a huge issue. Yeah, opening tee shot, a little on the safe side, but you're right. Doesn't seem too much of a problem. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen überlegen, war nicht am ersten Tag auch die Fahne da hinten gesteckt? Naja, gut, es ist, wie es ist. Eisen 9. Ein bisschen tiefer. Der Wind. Oh ja, hier macht er sich dann doch deutlich bemerkbar. Werden auf jeden Fall weiter. Und wir stehen natürlich auch ein bisschen unter einem Ball. Wir hatten etwas Glück, dass er noch rausgerollt ist, beziehungsweise im First Cut liegen geblieben ist. So, naja, wir haben hier beides. Wir stehen ein bisschen unterm Ball und wir haben natürlich den Wind. Ja, wir versuchen da ein bisschen dagegen zu arbeiten. Naja, ist gleich nach links geflogen. Okay. Okay, aber im Prinzip ein guter Schlag, damit können wir gut leben. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Nota Begay is on the ground for us at the first green. Dead straight look here, just has to trust his stroke and get the ball to the hole. So, es geht am Anfang ein kleines bisschen bergab, dann nimmt er also etwas Fahrt auf und gegen hinten geht es dann wieder etwas berghoch. Also lassen wir einfach mal ein bisschen weniger Tempo. Damit er definitiv nicht so sehr, wenn im Zweifel, übers hinausrollt. Das Break ist von links nach rechts nicht allzu stark. Und vorne breakt es wieder etwas dagegen. Okay, wir werden ein bisschen mehr machen als linke Lochkante. So. Ja, die Frage ist halt wirklich, ob der dann da rüberkommt. Ja, nee. Das war dann doch mehr, als ich dachte. Schade. Dann wird das leider kein Birdie-Auftakt wie in der ersten Runde.
Okay, that's in for par here at the first. And he'll stay at minus three. Frank Bold is beautiful here at Whistling Straits, and this second hole is for the Bold, isn't it? Well, even though it's just under 600 yards, it is reachable for the long hitters. Ideally, you want to hit it down the left side, because that way you can see the green. There is bunkers left, and there is bunkers right. Ja, das ist einfach fantastisch, dieser Überflug, wenn man da hier über die Bahn fliegt. Links, der Lake Michigan. Fantastisch. Also schon ganz toller Platz. Nicht leicht zu spielen, definitiv nicht. Aber hier entschädigt natürlich vielleicht doch für den einen oder anderen Fehlschlag doch die tolle Aussicht. Okay, wir sind am ersten Par 5 dieser Runde. 596 Yards, auch hier wie immer gilt. Wir müssen erstmal den Ball hier schön ins Spiel bringen. Wir haben etwas Gegenwind und deswegen werden wir hier den Ball etwas flacher halten. So ein bisschen auf Low und dann raus damit. Okay, er geht ein bisschen rechts, aber in der... Ja, er wird nach links springen. So passt das. Sehr gut. No damage done after missing the first fairway, but he should like this one a little bit better here at number two. So, 282 Yards. Damit können wir eigentlich leben. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. And it's a long and slender hole, very challenging, and being on the right-hand side makes it even more so. We're looking at a blind second shot, with that pot bunker just 35 yards short of the green, making it even more tough. Ja, da hat sie völlig recht hier. Also dieser Pot-Bunker hier auf 279, aber da dürften wir gar nicht hinkommen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Und wenn, es ist ja hier die Landezone schon etwas früher und dann müsste er hier nach links runterkippen. Also werden wir den hier in diese Richtung jagen. Wir haben sowieso Gegenwind, also wir müssen ja nicht bis zum Grün kommen und nicht hier Vollgas geben. Das Ganze ist ein Transportschlag, so nennt man das dann eben, dass man einfach hier auf dem Fairway die Länge überbrückt. Und dieser ist ordentlich, ist okay und safe. Da brennt nichts an. Ja, Ziel für den heutigen Tag ist natürlich klar, zweite Runde, wir müssen den Cut schaffen, wir liegen gut, wir müssen uns also jetzt nicht um den Cut groß Sorgen machen, denke ich, oder kämpfen. Und das zweite Ziel muss natürlich sein, nicht den Anschluss zur Führungsgruppe zu verlieren, das ist natürlich dann immer wichtig, aber soll heißen, wir müssen hier nicht wahnsinns Risiko gehen, wir müssen einfach nur wieder schauen, dass wir hier keine Schläge verlieren und die Birdie-Chancen, die wir bekommen, vermutlich nicht die vielen, dass wir die dann natürlich nutzen. So, wir haben Gegenwind, er will ein Wedge spielen, ein 60er Wedge. Das empfiehlt mir der Caddy, ich bin da ein bisschen nicht ganz so optimistisch. So, weil wir haben ja den Wind. Er wird auch höchstwahrscheinlich spinnen. Ah ja, ist er jetzt gerade rumgesprungen auf einen anderen Schläger? Nein. Okay. Ja, wir versuchen es mal so. Wie sieht's denn aus? Supp. Ja, man sieht's nicht. Dann können wir vielleicht doch ein kleines bisschen näher ran. Okay, jetzt schauen wir mal, ob er spinnt. Jupp. Sehr schön. Had a birdie here yesterday in their close. Great opportunity for another one. Ja, auch hier ganz kurz nochmal zur Erklärung, wenn wir reden davon, dass er spinnt. Der Ball hat immer Spin. Die Frage ist halt immer, oder wenn wir sagen, dass er spinnt, meinen wir natürlich Backspin, dass er auch so zurückzieht, wie gerade eben gesehen. Das ist dann die Idee, dass man natürlich dann hinter den Stock spielt, paar Meter, und dass der Ball dann zurückkommt, dass der eben beim Bounce sofort beißt und dann zurückkommt. Natürlich hat er immer Spin, aber wenn er zu wenig Spin hat, dann bleibt er halt im Prinzip liegen oder rollt aus. So, das ist, wenn wir also immer davon reden, dass er spinnt. So, also, da haben wir einen Bergaufputt. Oh ja, einen deutlichen Bergaufputt, wenn ich das richtig sehe. Also zumindest die Anzeige sagt mir, einen deutlichen Bergaufputt. Das heißt, dass der das Break kaum annehmen wird, weil wir da hier richtig Gas geben. Okay, auf die Kürze. Ja, ich bin mal gespannt, nicht, dass wir mal zu viel Gas geben und der hinten rausfliegt. Aber so viel Break hat er ja nicht. Ah, oh! Yeah, well done. It's a birdie here at the second.
And following the opening 69, he'll get it to 1-under for his round here. Well, here we are at the 188-yard par 3 third, and we'll say this a lot. This is vintage Pete Dye. It's all about the visual intimidation. You start to look around, you become terrified because there's Lake Michigan on the left, deep bunkers and dunes on the left, so obviously you want to favor that right side of that enormous green. Ja, da wurde jetzt hier der Architekt des Platzes wieder angesprochen, Pete Dye. Charakteristisch dafür, das werden wir später dann noch sehen, sind auch immer seine berühmten Eisenbahnschwellen, mit denen er Bunker oder entsprechende Hänge abstützt. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Wie gesagt, Pete Dye, ein Name, der uns noch öfters begegnen wird, spätestens wenn wir wieder TPC Sawgrass spielen. Okay, also wir sehen, dass das hier ein ganz, ganz spannendes Grün ist. So, ich gehe mal hier auf das, dann können wir ein bisschen mehr über dieses Grün wandern. Wir sehen, dass hier ein Mordshügel ist, der Ball hier nach links springen wird. Ähnliches haben wir natürlich hier hinten, deswegen darf man eigentlich auch nicht zu lang sein. Und hier ist so ein bisschen eine Kuhle, das heißt, der Ball kommt hier runter. Der Ball würde auch ein bisschen in die Richtung rennen, wenn wir ihn hier treffen. Ja, das ist schwierig. Hier muss man natürlich den Ball zum Liegen bringen und das mit dem Eisen 6 und es geht auch noch bergab. Bergab heißt, dass er eigentlich dann gegen Ende schön runterfällt. Das müsste uns helfen. Aber die Frage ist natürlich immer, wie er dann springt und wir müssen natürlich die Richtung auch hinkriegen. Wir haben Gegenwind. Das ist insofern besser, als dass er die Richtung dann nicht verliert. Okay, wir versuchen erstmal ein bisschen hinter den Stock, rechts hinter den Stock. Das ist jetzt schon ein bisschen aggressiver Angriff oder ein bisschen aggressiv hier gespielt. Aber wir wollen mal schauen, was passiert. Werden das Ganze nochmal zusätzlich Okay, der Wind drückt ihn doch ein bisschen nach rechts rüber, sehe ich gerade. Ja, wir können das Ganze natürlich noch ein bisschen unterstützen mit einem Fade und den natürlich auch noch etwas höher anspielen, damit er etwas schneller hoffentlich zum Liegen kommt. Also er fadet auf jeden Fall zum Stock, aber ich habe den Eindruck, er ist lang. Oh nein. Oh nein, er ist gut, aber er bewegt sich noch. Oh, ja, spannend. Das ist immer ganz spannend, wenn er immer so langsam noch vor sich hinrollt. Good shot. Da sieht man dann, dass die Grüns also wirklich schnell sind. Ja, jetzt hätte ich halt doch gerne gehabt, dass er vielleicht 3-4 Meter weiter rechts liegt. Weil wir haben jetzt hier schon hier links einen ganz schönen Hang, so wie es aussieht. Ja, wo er ziemlich breaken wird. So, das Ganze geht auch deutlich berghoch. Okay, das wird kein einfacher Putt. Ja, ja, das ist wieder so eine Position, wo wir stehen über dem Ball, müssen in den Hang reinputten. Da springt er normalerweise sofort rechts weg vom Schlägerblatt. Der wird eigentlich die Kurve gar nicht so richtig annehmen. Ja, einfach nur zum Stock kommen. Da oben ist es flach, da können wir dann eigentlich safe. Ja, da kriegt er dann noch mal ein bisschen Speed. Wenn er natürlich langsam ist, bricht er noch mehr weg. Okay. Ja, ist schnell. Ja, doch, er bleibt. Ja, Tempo war okay. Ja, also im Prinzip war das Tempo okay. Wir haben ein bisschen zu hoch angehalten, aber das sollte jetzt wieder ein schönes Tap-In werden. Mit Blick auf den See. So, also im Moment bin ich sehr zufrieden. Wir klettern ein bisschen im Leaderboard. And it's called Glory. Make four here, give yourself a self five. Well, here we are at the par 4 fourth. It's a shade under 500 yards, and it is the hardest hole on the golf course. Why? Well, Pete Dye's playing mind games yet again. He's trying to get you to avoid those mounds on the right side. You do, and what happens is so many tee shots go toward those left bunkers and the dunes that fall dangerously toward Lake Michigan. Again, mind games from the mastermind, Pete Dye. Yeah. So, also das ist der toughest, also das ist praktisch das schwerste Loch hier auf der Bahn.
Und wir schauen uns das mal ganz kurz von oben an. Und ich finde es schon interessant, dass das im Prinzip nicht das Birdie-Buch ist, sondern wir sehen ja auch die Zuschauer. Das ist praktisch eine Luftaufnahme. Finde ich echt interessant. So, und was ich auch sehr interessant finde, aber ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so ist. Nee, da unten am Strand, das werden ja wohl keine Zuschauer sein, vermute ich mal nicht. Gut, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe letztes Mal gesagt, dass das hier alles Bunker sind. Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil das nennt man ja einen Dünenkurs. Und ein Dünenkurs ist eigentlich eher, dass das hier alles ja Dünen waren oder Dünen sind, die ja im Prinzip alles Sand ist. Und man hat das dann sozusagen bepflanzt. Also, wenn ihr das vielleicht auch irgendwie, wenn ihr das besser wisst oder wenn ihr einfach da eine andere Informationsquelle habt, also ich bin fast der Meinung, dass es eben eigentlich so ist, das sind gar keine Bunker, die meisten, sondern das sind einfach die Dünen, die man nicht bepflanzt hat, die man freigelassen hat. Deswegen sind es ja auch so viele Flächen, hier Sandflächen. Und das finde ich schon eine sehr interessante Geschichte und ja, absolut interessant eben, wie wir jetzt auch hier den Ball zu schlagen haben, denn jetzt ist genau der Punkt, dadurch, dass wir nicht ganz so lang sind, haben wir natürlich nicht die Gefahr, dass wir hier diese Bunker auf der rechten Seite erreichen und wir eben auch in Anführungszeichen nicht die Möglichkeit haben, den Ball hier links in diese Einbuchtung hier reinrollen zu lassen, die uns eigentlich ermöglichen würde, dann mit dem zweiten Schlag hier das Grün angreifen zu können. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Natürlich auch hier wieder mit dem Gegenwind. Also heute haben wir ja sehr viel Gegenwind, aber das wird sich irgendwann auch ändern. So, das heißt, wir werden auch hier wieder den Ball flach anspielen und hier einfach in die Bahn schlagen. Ah, geht ein bisschen nach rechts. Das ist natürlich nicht ganz so schön, aber er springt sofort links rüber und somit haben wir wieder Glück gehabt. Good balance, good follow through and a good start to this hole. So, prinzipiell liegen wir gut, schön flach auf dem Fairway. Ja, insofern darf er sich auch ein bisschen freuen. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. And the fourth here at Whistling Straits is challenging enough. You just have to find the fairway. That's what we've done here. So, still a chance of making a par or better. Ja, okay, wir können hier das zweite erreichen mit einem Eisen 5. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wir müssen aber da, glaube ich, ein bisschen weiter hinten rein, weil wir ja auch wieder Gegenwind haben. Ja, müssen wir sogar einen Vierer spielen. Hm. 206. 205. Okay. Ja, jetzt schauen wir nochmal. Ja, okay, klar, wir müssen hier rüber. Das heißt, wir dürfen hier nicht deutlich zu kurz sein, sonst bleiben wir hier an den Dünen hängen. Ansonsten, wenn der rechts ist, ist da eine Kuhle. Wenn er sehr weit rechts fliegt, springt er links rüber und kann ins Grün rollen. Okay. Eisen 5. Gegenwind. Ah, stopp. Okay, er drückt den eigentlich ein bisschen nach rechts. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ein kleines bisschen gehen wir mal auf Risiko. Okay, er fliegt richtig Richtung Fahne. Und kommt auch auf den Grün auf. Und soll das heißen, dass wir eine Eagle-Chance haben? You gotta cover nearly two football fields of distance and get it inside 5 feet. You wouldn't think that's possible. Ja, Quatsch, natürlich nicht. Das ist ja ein Par 4 und kein Par 5. Ich habe mich jetzt auch gerade wirklich ein bisschen gewundert und war jetzt wohl auch ein bisschen auf der falschen Bahn, weil, ja, klar. So, jetzt konzentrieren wir uns, weil wir haben hier wirklich, das ist eine gute Birdie-Chance, 5 Fuß. Da haben wir uns wirklich sehr, sehr gut mit den Eisen herangearbeitet. Das Ganze über rechts mit einem leichten Break. So, jetzt habe ich geguckt, ja, das geht bergab. Ja, das geht bergab. Das heißt, dann wird der schneller. So. Und er lebt aus. Nein! Der hat das Break überhaupt nicht angenommen. Boah. Oh je. Das war so ein guter Schlag. Und da sind wir jetzt genau wieder bei dem Thema. Mit zwei guten Schlägen kann man einen schlechten, oder eben mit einem schlechten kann man zwei gute Schläge wieder kaputt machen. Eieieiei.
da haben wir jetzt einfach wieder ein bisschen unkonzentriert, glaube ich, gespielt oder dass die Sache einfach falsch eingeschätzt. Okay, that one finished off. It's a par here at four. Ja, das ist schon ein bisschen enttäuschend, dass wir den nicht versenkt haben. Start to make our way inland now at the par 5 fifth. It is a shade more than 600 yards. All you want, you're going to need plenty of firepower to get home into, that's for sure. Water left, water right. You want to stay down that left side of the fairway. You'd be happy to walk away with a 5 here. Ja, ich habe es schon in der ersten Runde kurz thematisiert. Da wurde es auch von den Kommentatoren thematisiert. Bryson DeChambeau, der da beim Ryder Cup 2020 hier den Ball ja, wir schauen uns mal an, hier wirklich hier quer rüber gespielt hat, über den kleinen Teich hier rechts. Sozusagen hier auf die 411er Marke, die wir da vorne vielleicht sehen. Also so ungefähr in diese Richtung. Und das war dann schon ein Wahnsinnsschlag, zumal das ja fast ein blinder Schlag ist. Wir sehen ja wirklich nichts. Wir werden natürlich hier ganz normal geradeaus spielen. Der Wind spielt hier keine allzu große Rolle. Und dann werden wir den Ball hier drüben hinlegen. Das sollte so passen. So, ein kleines bisschen vielleicht mit dem Draw noch dagegen. Okay. Oh ja, jetzt ist er doch ein bisschen weit rechts. Aber das ist okay und er rollt auch schön. Well, you can't walk out and drop it any better than that. That is a fine tee shot right there. Ja, da haben wir dann doch Carry total 320 Yards gemacht. Schon erstaunlich. Nicht schlecht, nicht schlecht. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. And it's a smart play to take it down the left-hand side here at the fifth hole. And most likely we're looking at three shots from here on in. Ja, jetzt ist natürlich genau das Thema, dass wir den eher hier in diese freie Fläche reinhauen, wo wir genügend Auslaufzone haben. Der Ball, der Wind hilft uns. Der Wind hilft uns natürlich, ein Tempo zu kriegen. Das könnten wir eigentlich dann auch fast mit dem Eisen spielen. Mit einem Draw und etwas hoch anspielen, oder? Wie sieht's aus? Ja, das ist interessant. Der Wind zeigt eigentlich in die andere Richtung. Okay. Ja, jetzt komm. Ja, das passt. So weit passt das. Die Frage ist, wie weit er jetzt rollt. Okay, damit können wir gut leben. Da haben wir im Prinzip auch das Wasser aus dem Spiel genommen. Frank got everything out of that. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. So, an der Stelle gehe ich mal wieder ein bisschen auf eure Kommentare ein, weil auch geschrieben wurde, ja, ich sag's mal so, dass Flopshots hier also richtige Birdie-Trains sind. Ja, also man muss jetzt natürlich sagen, das darf man jetzt nicht vergessen in dem Spiel, wir machen uns natürlich, was die Schwünge angeht, natürlich nicht das Leben schwer. Und deswegen werden wir auch immer den Ball treffen. Im Realen ist natürlich ein Flopshot, den Ball, den man wirklich fast senkrecht in die Luft spielt, extrem schwierig zu spielen, weil man hat natürlich da nicht viel Platz zwischen Schlägerball und Boden. Man muss das genau treffen und man spielt ja so einen Schlag ja auch mit einer sehr offenen Schlagfläche. Das heißt, man nimmt einen 60er Wedge, macht hier auch noch ein bisschen die Schlagfläche auf, damit man noch mehr Loft hat, sozusagen. Und dann muss man aber auch wirklich genau unterm Ball da durchkommen und man läuft da relativ schnell Gefahr, zu hoch dran zu kommen an den Ball und schon hat man einen Flyer beziehungsweise trifft den Ball dünn und der schießt übers Grün. Also im Realen ist ein Flopshot oder ein Lobshot natürlich schon extrem schwer auch zu spielen und wenn so ein Ball dann auch nicht auf dem Fairway liegt, sondern im Semi-Rough, dann kann natürlich auch das Umgekehrte passieren, dass man unterm Ball durchschlägt. Also auch das sieht man als bei den Profis, dass sie dann wirklich unter dem Ball auch durchschlagen und der Ball sich vielleicht gerade ein paar Zentimeter bewegt. Und wie gesagt, also ein Lobshot ist im Realen ein sehr, sehr schwieriger Schlag. Hier natürlich in dem Spiel, da man ja relativ safe ausführen kann, aber natürlich dann von der Länge her und von der Richtung ein bisschen eine Abweichung hat, aber trotzdem in Summe kein gefährlicher Schlag. Also das dazu, zu diesem Kommentar. Und deswegen spiele ich natürlich auch ab und zu den Lobshot. Jetzt werden wir aber einen Pitch spielen. Das heißt 36. Wir gehen jetzt mal von der Länge auf 30.
schauen uns das Ganze nochmal ein bisschen an. Also er wird dann vermutlich ein bisschen nach rechts springen. Und es geht ein leicht bisschen nach oben. Das wird den Ball etwas bremsen. Also gehen wir etwas näher ran. So, aha, okay, da hat es auch noch ein bisschen Wind. Wir können natürlich auch ein bisschen hoch anspielen, noch ein bisschen näher ran und etwas höher anspielen. Und dann schauen wir mal. So, ja, rollt dann doch ein bisschen mehr aus, als das ich erwartet habe. Seven feet now for birdie. So, und jetzt müssten wir eigentlich hier das Birdie machen. Auch hier geht es jetzt wieder leicht bergab. Und das heißt, dann nimmt er wieder das Break nicht richtig an. Aber wir haben natürlich mehr Länge. Ja, jetzt bin ich tatsächlich durch den letzten Putt extrem verunsichert. Muss ich zugeben, das ist jetzt nicht das gewesen, was einem Sicherheit auf dem Grün gibt. Wir schauen nochmal. Es geht bergab. Auch wieder hier die 2 Inches. Wenn wir etwas kürzer spielen, dann müsste er auch hinten das Break mehr annehmen. Und dann deswegen hier. Okay. Ah, schon wieder drüber. Ja, heute ist, glaube ich, nicht unser Putting Day. Also der Putter, wie man so schön sagt, ist im Moment kalt. Das waren jetzt 2 gute Chancen. 2 gute Birdie-Chancen eigentlich. Oh no, a lapse in concentration there. That'll cost him. Und jetzt bleibt mir doch ein bisschen die Luft stehen. Ein 360. Ich bin platt. Ich bin echt platt. Also das macht mich jetzt echt ein bisschen platt. Okay, aber gut, das gehört nun mal dazu. Das gehört nun mal dazu. Wie oft hatten wir Glück, dass der Ball auch dann wieder reingefallen ist? Und diesmal, nee, ein 360, unglaublich. Okay, that one brushed in for bogey here at the fifth. And he's gonna slide backwards to 3 under par. Das war jetzt praktisch aus wenigen Fuß ein Dreipad. On to the sixth now, not overly long at 409 yards. You can see by the flyover, bunkers are seemingly everywhere. It might sound like a bit of a broken record, but finding the fairway here is crucial, as it should set up just a wedge in with a downhill approach. So, also, entweder bin ich noch nicht ganz wach, oder das Spiel will mich hier heute echt testen. Also, ich bin... Nee, also, da muss ich jetzt echt sagen, da bin ich jetzt echt ein bisschen sprachlos. Okay, wir gehen auf die nächste Bahn. Die 6 mit 397 Yards, habe ich auch schon mal angesprochen. Das ist, oder das versuchen die Pros, so wie jetzt auch heute die Fahnenposition ist, wirklich als drivable Par 4, wirklich das Grün anzugreifen. Was uns natürlich nicht gelingen wird, auch wenn wir heute Rückenwind haben. Und uns das helfen wird, aber wir müssen aufpassen, dass der Ball hier nicht rechts in den Bunker rollt. So, deswegen ein bisschen drawn, damit er in den Hang geht. Aber hoffentlich auch nicht zu viel, dass er ins Rough geht. Nein, der müsste eigentlich rechts rüberspringen. So. Ja, der kommt runter, der passt. So, sehr schön. From the fairway, Iona, this is second. Yeah, and this sixth hole is the shortest on the front nine, known as Gremlin's Ear. That's because of the unique shape of this green. Thankfully, the pin today is in the front portion. Definitely more accessible, but beware of those bunkers short right. Also wir haben ja eigentlich noch Rückenwind, ne? Und es geht runter. Was sagt er denn hier? Okay. Ja, wenn er da hinten in den Hang reinfliegt, dann zieht er unheimlich natürlich den Spin. Dann zieht er den richtig und rennt rückwärts. Wir könnten es mal spaßeshalber mit diesem Knockdown probieren. Ja, aber dann bleibt er halt wirklich da liegen. Kurz. Okay. 54er. Okay.
Sieht er? Yep. Well, I don't have my tape measure out, but that looks like, what, 6-7 feet in there? But that is an excellent approach shot. This now, yeah. 7 feet for his birdie. So, das ist eigentlich leicht bergab, auf jeden Fall über rechts. Und wie gesagt, wir müssen uns hier wieder ein bisschen Selbstvertrauen erarbeiten. Denn was die Drives und die Approaches angeht, können wir eigentlich sehr zufrieden sein im Moment. Aber hier auf den Grüns lassen wir im Moment die Punkte liegen. Ja, bricht halt unheimlich am Anfang. Das ist so eine richtig kleine Welle hier. So, ein bisschen mehr rechte Lochkante. Da bin ich mal gespannt, ob das reicht. Ja, also heute haben wir irgendwie den Putting-Gott nicht fröhlich gestimmt. Und jeder Putt wird jetzt hier irgendwie zur... Oh ja, berghoch. Und jeder Putt wird jetzt hier zur Prüfung. Nicely read there. It is a par here at the sixth. And he'll remain right where he is. Ja, ist er nicht so fern, als dass jetzt groß was passiert. Wir schauen mal kurz aufs Leaderboard. It's 221 yards long and there is plenty of trouble to the right. Yeah, water, rocks, bunkers, all sorts of things. But really, when you look at the hole another way, it shapes up for a left to right shot. So, wir schauen mal kurz aufs Leaderboard, wie sich denn jetzt eigentlich hier der Cut, ja, plus zwei ist auch fast klar. Also, dass der zweite Tag ist für den einen oder anderen natürlich nicht ganz so einfach, so wie zum Beispiel auch für uns. Wir liegen even par, hatten wirklich zwei hervorragende Birdie-Chancen im Prinzip, die wir dahergeschenkt haben, beziehungsweise nicht nur dahergeschenkt, sondern uns sogar noch ein Bogey eingefangen. Okay, wir sind mittlerweile geteilter 13er, 13er, einige sind natürlich jetzt hier unterwegs, die uns hier überholen. Okay. Aber wie gesagt, der Cut, der sollte nicht das Problem sein. Par 3, 216. Okay, die 7. Auch ein wunderschönes Par 3. Wir müssen schauen, dass wir hier auf jeden Fall hier links reinkommen. Weil dann das Ganze nach links, nach rechts runterläuft. Mit dem Eisen 4 möchte ich eigentlich gar nicht versuchen. Das 5er. Müsste doch hoffentlich mit dem Rückenwind da reinspringen können. Ja, ist aber schon ein bisschen kurz. Das Eisen 4. Hoch anspielen. Ja, das Problem ist, wenn der da hinten rausrollt, dann liegen wir echt am anderen Ende des Grüns. Okay. Okay. Rückenwind, dann werden wir hier einfach ein bisschen hoch anspielen und dadurch versuchen, den Ball etwas kürzer zu lassen. Ja, fliegt gegen Richtung Fahne und er ist lang. Er ist lang und rennt hinten raus und liegt auch noch im Rough. Okay, das war es nicht. Da hätten wir doch ein Eisen weniger nehmen sollen. 25. 25, wir gehen auf 19. Im Rough haben wir 97. Das Ganze bricht nach links, wenn der aufkommt. Dann rollt er nach links runter. Und wenn ich das richtig sehe... Ja, genau, kriegt er ein bisschen Kick nach vorne. Vorhin ist er ja dann doch sehr lange gerollt. Okay. Okay, da war jetzt okay. Ja, ein bisschen berghoch und wir haben wieder einen Break von links nach rechts. Got that up too high and it didn't want to come back.
Haben die Löcher kleiner gemacht? Kann das sein hier für den zweiten Spieltag? Und da unten laufen tatsächlich Leute am Strand entlang. Also dann waren dann doch diese Punkte hier, die wir sehen. Ja gut, jetzt sieht man sehr gut, dass da Leute langlaufen. Nein, das andere werden dann doch Steine gewesen sein. Aber ihr merkt schon, ich versuche abzulenken von der Unfähigkeit des Tages, nämlich hier die Putts aus 4 Fuß reinzubringen. Und das ist jetzt schon wieder ein 4-Fuß-Putt. Und ich fass es nicht. That one in, it is a bogey here at the 7th. And that's going to drop him to 2 under. So, jetzt wird die Sache dann doch wieder spannend. 506 yards and it's a par 4 this 8th hole. Count them, there are more than 100 bunkers on this hole. So what you need to do is favor the left side, because if you don't, there is that steep drop off right into Lake Michigan, all those dunes, all those bunkers on the right. Focus. Focus. So. Der Rückenwind hilft uns natürlich, das Gefälle hilft uns, dass er hier runterrollt auf die 200. Also werden wir hier gar nichts groß machen. Außer den Ball natürlich nach vorne schlagen. Beautiful tempo to that swing, and this is going to wind up squarely in the fairway. Sehr schön, zumindest das. Second shot now, it has to be careful because that breeze can be tricky at his back. You don't want to overclub. Ja, das ist genau der Punkt. Vorhin haben wir eben auch ein Eisen zu viel genommen. Wir haben Rückenwind. Ich habe gar keinen Bock darauf auf ein Eisen zu viel. Wir werden den einfach hier mitten reinklopfen. Mit einem Sechser. Dadurch sollte er schnell zum Liegen kommen. So. Ja, schauen wir mal. Also wir gucken uns das nochmal an. Ja gut, danach haben wir halt... Ja, zum Loch haben wir dann, hätten wir natürlich einen Bergabputt. Aber das ist halt ein ganz, ganz kleines Plateau da hinten. Und das bringt nichts. Wir müssen gucken, dass wir den hier auf diesem Plateau zum Liegen bekommen und dann halt diesen Bergabputt und dann hoffentlich eben 2 vernünftige Putts machen. Gut. Bisschen höher. Ja, geht ein bisschen nach links. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und er rollt da runter. Ja, genau, das meinte ich nicht. Nicht da runter. Ah, oh, nein! Well, had a good look at the green, but couldn't cash it in the rough now, wondering what might have been. Ja, also irgendwie läuft heute alles gegen uns. Heute ist nicht unser Tag. Das Ganze ist ein Pitch. 18, 13, 12. Es geht aber berghoch. Okay, dann werden wir den auch ein bisschen hoch anspielen. So, und jetzt habe ich schon wieder Angst, dass wir den einen Fußpart hier nicht reinkriegen. Okay, that in for par here at the 8th. And he'll stay at 2 under. So, wir kommen zur letzten Bahn für dieses Video. Frank with a better than 440 yard par 4. Bunkers left and bunkers right. The goal here is to hit it down the left side of the fairway. Otherwise, you might be blocked out by some of those trees that are just short of the green. Ja, schon sehr schöne, spannende Bahn hier rechts natürlich mit diesem kleinen Creek, die Brücke, die Steinbrücke hier. Ja, das ist schon was Besonderes. So, ein Par-Safe, okay, fürs Daily Quest. Ich meine, das Clubhaus da hinten, ne, dieses Steinhäuschen, auch nicht schlecht. Der Wind kommt von links. Der Wind kommt von links. Die Länge haben wir sowieso nicht, als dass es hier hinten gefährlich werden könnte. Also stellen wir uns an den Ball und schlagen den letzten Drive auf den Front 9.
So, das sieht doch nach Mitte Fairway aus. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. So, 315 Yards wieder. Das ist ordentlich, aber natürlich mit dem Rückenwind. This is second. It's 132 yards will get you to the front of the green, but it's 132 if you're going to go for the flag. Pin, front right, it's a sneaky one. So, mit dem Wedge, mit dem Pitching Wedge kriegen wir ein bisschen Spin drauf. Ja, darf halt nicht zu lang sein. So. Okay. Okay. Okay, jetzt zieh. Ja, bleibt halt liegen. Mehr macht er nicht. Okay. Well, that one didn't work out. Didn't look bad in the air. It hit the green, but didn't sit. Yeah, it was never gonna stop. So, der Gute möchte pitchen. Naja, gut, bis jetzt haben wir eigentlich immer ja ganz gut gefahren mit den Pitches. 12. 7. Es geht da ein bisschen runter, ne? Der rollt dann zum Loch. Ja. Ja, der wird auf jeden Fall noch ein bisschen rollen. Ah. Sowas wäre natürlich nochmal herzallerliebst gewesen. Jetzt liegen wir natürlich wieder 10 Fuß weg. Well, those are the shots that turn what you'd like to be a leisurely stroll out on the golf course into a day of hard work. Yeah, what could have been a tap-in is now going to be a grind. Ja, das ist natürlich jetzt wieder ein Bergauf-Putt mit einem Break. So, bergauf. Die Frage ist dann am Schluss, wie langsam wird er? 3 inches, okay. Verhungern darf er natürlich auch nicht. Etwas stärker. Das war einfach zu schwach. Und somit fangen wir uns nochmal. Okay, ein Bogey ein. Of the head, as that one is finished off. And he'll fall back to one under par. Somit werden die zweiten 9 richtig spannend. So we begin this backside with the par 4 tenth. It's 391 yards. This one's all about positioning. You want to try to keep it down the left side of the fairway because there's that deep bunker on the right. That's a 240 yard carry. That's a pretty good poke. Ja, Freunde. Also, das waren die Front 9 und die haben sich jetzt natürlich ganz anders dargestellt als die Front 9 in der ersten Runde. Da hatten wir dann gleich einen super Start mit 3 Birdies und lagen 4 unter Par. Und heute haben wir uns erstmal 3 Bogies eingefangen mit ganz, ganz schlechten Putts. Das muss man einfach so sagen. Wir haben extrem schlecht geputtet heute. Da haben wir richtig mal auf den Grüns Schläge liegen lassen. 26. sind wir mittlerweile. Wir schauen nochmal kurz bevor wir dem Ende des Videos auf das Leaderboard. Und der Cut ist immer noch bei plus 2 und wir nähern uns dieser Cut-Linie langsam und das wollen wir doch nicht hoffen, dass das passiert. Also, wenn ihr das Ganze mitverfolgen wollt, ob ich hier noch ein bisschen das Ruder rumreißen kann für die zweiten 9, dann freue ich mich auf euch im zweiten Video. Das soll es für heute gewesen sein für die Front 9. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Zeit, fürs Zusehen und freue mich natürlich auf eure Kommentare, denn ich glaube, da gibt es jetzt einiges zu schreiben. Also, wir sehen uns dann auf den Back 9. Ich bedanke mich und wünsche euch wie immer an dieser Stelle ein schönes Spiel.